Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Buchvideo. Ich habe euch mal wieder drei wunderschöne Bücher mitgebracht, über die ich jetzt hier reden möchte. Ich bin kein verlanger Vorreiter, deshalb beginnen wir sofort mit dem ersten Buch, das da heißt Abends im Paradies von Lucia Berlin. Bei diesem Buch handelt es sich um eine Sammlung von Kurzgeschichten, die wiederum autobiografisch angelehnt sind und einschneidende Erlebnisse an dem Leben der Autorin beinhalten. Und Kurzgeschichten sind für mich wirklich die Königsdisziplin der Literatur, weil man es schaffen muss, oder im besten Fall es der Autor schafft, mit sehr reduzierten Mitteln, mit wenigen Worten trotzdem eine ganze Welt, eine ganze Geschichte zu erschaffen, ohne dass dabei auch nur das winzigste bisschen an Gehalt verloren geht. Und Lucia Berlin ist wirklich eine Meisterin darin, also zumindest in meinen Augen. Ich liebe ihren Stil. Leider ohne wirklich beschreiben zu können, was genau ihn so besonders macht. Ist sowohl für mich als auch für euch jetzt blöd gelaufen. Aber er ist lebendig, er ist einnehmend und er ist mitreißend. Es gibt keine Einleitungsphase, sondern man steckt sofort mittendrin in der Geschichte, die wie gesagt sehr lebendig ist. Und es bildet wirklich die perfekte Momentaufnahme. Also so schnell wie man drin ist in der Geschichte, wird man auch wieder rausgeschmissen. Nicht selten stand ich dann tatsächlich da mit dem Gefühl, ich würde gerne noch mehr lesen wollen. Und das meine ich hiermit als absolutes Kompliment. Es sei aber auch mal gleich dazu gesagt, dass ihr Stil nicht unbedingt der einfachste ist. Also ich hatte schon manchmal beim Lesen so das Gefühl, dass da irgendwas fehlt, dass man jetzt irgendwas verpasst hat. Und wenn ich dann diese Passage noch aufmerksamer noch einmal gelesen habe, ist mir dann in der Regel halt aufgefallen, dass es nur daran liegt, dass der Satz sehr komprimiert ist. Also dass wirklich das auf die wichtigsten Informationen runtergedampft wurde in einem Nebensatz. Das Buch fordert also zu Recht eine gewisse Aufmerksamkeit von dem Leser und an manchen Stellen war es trotz dessen noch so ein bisschen eigen. An anderer Stelle gibt es dann durchaus Passagen, die mit sehr vielen Details ausgeschmückt wurden, die den ganzen Atmosphäre verleihen. So generell Gefühl ist wichtig bei ihren Geschichten, die auch wirklich allesamt, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, einen eigenen Geruch, einen eigenen Geschmack haben, wenn ihr versteht. Es wirkt sicherlich auch deshalb so lebendig, weil die Autorin weiß, wovon sie schreibt, weil sie, wie gesagt, sehr viel aus ihrer eigenen Biografie in ihre Texte mit reingepackt hat. Allerdings jetzt auch nicht zu verbissen an der Wahrheit bleibt, sondern dass eine gut erzählte Geschichte immer im Fokus steht. Bei manchen Geschichten wurden dann auch Namen verändert, allerdings wenn man sich so ein bisschen mit ihrer Biografie auseinandergesetzt hat, dann erkennt man die deutlichen Parallelen. Lucia Berlin war eine Frau, die immer wieder am Leben gescheitert ist, aber nie daran zerbrochen ist, nie ein gebrochener Mensch war und schon gar nicht aufgegeben hätte. Und das macht ihr Leben so interessant und damit auch ihre Werke, ihre Geschichten. Machen wir also gleich weiter mit dem zweiten Buch. Danach gelesen habe ich Realitätsschock von Sascha Lobo. Ich mag den Stil von Lobo, denn er verbindet sachliche Informationen mit dem nötigen Nachdruck. Es ist sprachlich auf den Punkt gebracht und trotzdem gerne auch mit so einem Witz hinterhergeschoben, der auch gerne mal in die trockene, sarkastische Richtung geht. Lobo ist übrigens einer der wenigen Menschen, bei denen Sarkasmus in Schriftform immer funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich, das ist eher selten, aber bei ihm funktioniert das irgendwie. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber es funktioniert. Außerdem hat der Humor die Funktion, dass man nicht durchdreht. Das Geschilderte ist nämlich nicht selten doch recht krass und kann einen tatsächlich ziemlich runterziehen, diese Erkenntnis, dass es tatsächlich noch schlechter steht, als man ohnehin schon dachte. Und wenn man dann denkt, alles klar, ich gehe einfach nie wieder vor die Tür, dann kommt der Humor um die Ecke und zieht einen dann wieder aus dieser Depression heraus. Trotzdem habe ich immer nur ein Kapitel auf einmal gelesen und musste das Ganze dann so ein bisschen sacken lassen und manchmal blieb es auch ein bisschen im Halse stecken. Also generell ist der Titel natürlich gut gewählt. Manchmal ist man schon so ein bisschen geneigt, den Glauben an die Menschheit zu verlieren. Und nicht, dass das jetzt der Job des Autors wäre, aber hier und da hätte ich mir tatsächlich schon so ein bisschen, ja fast schon so eine Anleitung gewünscht, wie man aus dieser gefühlten Hilflosigkeit, dass man dagegen irgendwie nichts tun kann, wie man da wieder rauskommt. Also was ich denn jetzt als Einzelperson tun könnte. Aber wie gesagt, das ist halt nicht Job des Autors, mir da jetzt eine Anleitung zu geben. Obwohl ich mich mit vielen Themen, die in diesem Buch angesprochen werden, bereits auseinandergesetzt hatte, habe ich immer mal wieder neues Input bekommen. Also Zahlen oder Infos, die ich eben halt vorher noch nicht wusste. Es gibt übrigens auch eine Homepage zu diesem Buch, wo unter anderem sämtliche Quellen verlinkt sind, auf dessen Ergebnisse, Aussage sich der Autor in diesem Buch stützt. Also es ist tatsächlich auch alles nachvollziehbar. Die Themen in diesem Buch sind sehr vielseitig und hängen doch irgendwie alle miteinander zusammen. Also es streift immer das Thema Gesellschaft, es streift immer das Thema Digitalisierung. Natürlich Sascha Lobo, unser aller digitaler Vater, wie es glaube ich Sophie Passmann mal gesagt hat. Und die Themen, die in diesem Buch angesprochen werden, sind
solche wie Klima, Migration, Integration, der Rechtsruck, China, künstliche Intelligenz, Gesundheit, soziale Medienwirtschaft, Zukunft. Und es gibt tatsächlich auch, wenn man das Buch liest, ein geheimes Kapitel noch. Ich halte Sascha Lobo für einen sehr intelligenten und vor allem einen sehr reflektierten Menschen, woraus sich das erste daraus ein bisschen ergibt. Das bildet sich eben sowohl in seinen Vorträgen, in seinen Kolumnen, in seinem Podcast und eben auch in diesem Werk ab. Was man ihm aber schon vorhalten kann, ist, dass er natürlich in einer gewissen privilegierten Bubble sich bewegt und daraus heraus spricht, mit auch einer sehr starken digitalen Brille. Wenn er dann zum Beispiel schreibt, dass ja Flexibilität früher so dieses kapitalistische Schreckgespenst beschrieben hat, dass der Arbeiter im Prinzip auch nicht mehr als eine verschiebbare Arbeitskraftmasse ist, heute ja aber eine Forderung an die Unternehmen ist, ja, da muss vermutlich jeder Arbeitnehmer aus dem Einzelhandel mal kurz trocken lachen. Also jetzt als Beispiel, und in den Sphären, in denen sich Sascha Lobo bewegt, da mag das anders aussehen, aber das meine ich eben mit Stichwort Bubble. Nichtsdestotrotz lassen sich viele Erkenntnisse und vor allem Denkanstöße in diesem Buch finden. Es bietet eine Möglichkeit der Interpretation der Geschehnisse um einen herum. Und last but not least habe ich gelesen The Girl Who Soared. Ich finde das Wort ist für mich ganz furchtbar auszusprechen für meine Zunge. Over Fairyland and Cut the Moon in Two. Dabei handelt es sich um den dritten Band der September-Saga. Also ich glaube offiziell heißt das Fairyland-Reihe-Saga oder so. Und ich habe bereits an vielen Stellen über Band 1 und Band 2 geschwärmt. Vollkommen zu Recht, natürlich. Dummerweise sind nur die ersten beiden ins Deutsche übersetzt worden tatsächlich. Allerdings hat mir die Reihe halt so gut gefallen, dass ich, obwohl ich schon seit Ewigkeiten kein englisches Buch mehr gelesen habe, mir die Reihe im Englischen weitergekauft habe und jetzt weiterlesen möchte. Der Stil ist wunderschön. Also das hier sind für mich moderne Märchen im Prinzip, allerdings für alle Altersklassen geeignet. Die Magie entsteht zu einem sehr großen Teil tatsächlich aus der Sprache, aus der Wortwahl heraus. Es klingt magisch, es ist sehr kreativ, es verbreitet so ein Abenteuer-Feeling, es hat tolle Charaktere. Allerdings hat es natürlich gerade diese besondere Wortwahl es mir beim Lesen jetzt nicht unbedingt leicht gemacht. Ich musste schon ziemlich viel nachschlagen, weil bei diesem Buch reicht es meines Erachtens eben nicht aus, sich einfach nur den Inhalt zu erschließen aufgrund des Kontextes. Das könnte man bei diesem Buch durchaus machen, allerdings beraubt man sich dann, wie gesagt, meines Erachtens sehr viel von dieser Magie, die diese Bücher zu bieten haben. Jetzt kann natürlich auch das Buch nichts dafür, dass meine Englischkenntnisse nicht ausreichend sind, um dieses Buch flüssig lesen zu können. Aber subjektiv betrachtet reißt es mich natürlich aus diesem Buch, aus dieser Geschichte beim Lesen raus, wenn ich halt ständig irgendwie was nachschlagen muss. Beziehungsweise über Handy und über so Übersetzungs-App, da halt etwas nachschlagen muss. Und es hat dementsprechend auch wahnsinnig lange gedauert, dieses Buch zu lesen. Ich finde es aber schön, dass diese Geschichte mit dem Leser mitwächst, denn wie gesagt, offiziell ist das hier eigentlich eine Kinderbuchreihe, aber es holt definitiv jeden Leser aus jeder Altersklasse ab. Unsere Protagonistin, die September, wird aber eben auch in den Büchern immer älter, in der Regel ein Jahr älter. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Geschichte wieder, insbesondere in den Themen, die in diesem Buch angesprochen werden, sowohl direkt als auch indirekt. Um da mal so ein paar willkürliche Beispiele herauszugreifen, wird zum Beispiel in diesem Buch das Thema Geld angesprochen und dessen Wert, also dass der doch eigentlich imaginär und sehr relativ ist. Natürlich tauchen auch solche Themen wie Erwachsenwerden auf, dass man auch die beschützen möchte, die man liebt, dass man auch seine eigenen Wünsche zurückstellen muss und was für einen Preis das halt auch fordert. Es wird angesprochen, dass wenn man nicht selbst definiert, wer man ist, dass das andere für einen tun und was das eben für Auswirkungen auf sein eigenes Selbstbild hat. Es geht darum, seinen Platz, seinen Weg zu finden und auch die Selbstbestimmung. Währenddessen, es geht natürlich auch um solche Themen wie die erste Liebe und wie die Gefühle sich verändern, wie sie vielleicht sich auch vertiefen können. Es geht um Vorurteile und um vieles, vieles mehr. Es wird wirklich sehr viel in diesem Buch angesprochen. Es ist, wie gesagt, nicht unbedingt das einfachste Buch, welches man sich vornehmen kann, wenn man eben nicht gerade Muttersprachler der englischen Sprache ist. Aber meines Erachtens lohnt es sich. Wie gesagt, ich liebe diese Reihe und sie passt meines Erachtens auch perfekt in die düstere Jahreszeit, also in die eher zweite Hälfte des Jahres. Okay, gut, das war's dann auch schon wieder von meiner Seite aus. Das waren die drei Bücher, die ich euch vorstellen wollte, die durch die Bank weg gut waren. Also kann es immer laufen. Anmerkungen, Anregungen, alles, was ihr zu sagen habt, sagen wollt, wie immer gerne in die Kommentare damit. Wie gesagt, das war's dann soweit auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!